Dinge, die Halbjapaner nicht sagen. Ja, also mein Vater ist der Japaner und meine Mutter ist Deutsche. Also alle japanischen Schriftzeichen zu lesen und zu schreiben, das fällt mir schon ziemlich leicht. Da, wo ich aber noch arbeiten muss, ist eher so das Sprechen und das Hörverstehen. Meinen japanischen Zweitnamen finde ich ja echt mega uncool. Also ich wünschte, meine Eltern hätten mir einfach einen reinen deutschen Namen gegeben. Doppelte Staatsbürgerschaft? Unnötig. Also ich finde es super, dass Japan, Südkorea und China oft in einen Topf geworfen werden. Vor allem Japan und China haben ja kaum Unterschiede. Also mit anderen Halbjapanern verstehe ich mich eigentlich gar nicht. Ich meine, wir sind überhaupt nicht auf einer Wellenlänge und es sind einfach zu viele Unterschiede in den Denkweisen. Also Anime schauen ohne Untertitel kommt für mich einfach nicht in Frage, weil dann würde ich ja einfach nichts verstehen. Nee, also ich habe noch nie in meine Instagram-Bio geschrieben, dass ich Halbjapaner bin, weil es cool wäre oder so. Richtig geil, dass ich immer genauso viel Alkohol vertrage wie meine deutschen Freunde. Japanisches Essen? Also da finde ich deutsches Essen viel besser und auch viel variantenreicher. Also zu dem Thema, dass Japaner Wale essen, da wurde ich echt immer gerne mit konfrontiert in der Schule. Identitätskrise? Noch nie gehabt. Mega, dass meine Verwandten aus Japan immer so viel Zeit haben und mich auch deswegen regelmäßig in Deutschland besuchen können. Nee, also mit Japanisch habe ich noch nie heimlich in der Öffentlichkeit über andere Leute gelästert. Ich finde es ja immer mega, wenn ich in Japan erstmal auf Englisch angesprochen werde, weil sonst würde ich die einfach nicht verstehen. Halb Japanerin? Einfach nicht mein Typ. Also ich wurde noch nie gefragt, ob man in Japan Hunde isst. Von japanischen Kontakten durch Verwandte habe ich noch nie profitiert. Also ich persönlich finde es ja mega geil, wenn japanische Wörter mit deutschem Akzent ausgesprochen werden. Also es macht mich auch gar nicht aggressiv oder so. Auslandsjahr in Japan? Nee, also das habe ich noch nie in Betracht gezogen. Weil ich halb Japaner bin, bin ich automatisch ein riesen Anime-Fan und deswegen kann ich da auch eigentlich immer mitreden. Also ich habe ja noch nie erlebt, dass ich in Japan nicht für einen Halbjapaner gehalten wurde und sich dann die Leute deswegen überrascht haben. Das Beste aus beiden Kulturen rauspicken? Nee, also da entscheide ich mich schon ganz klar für eine. Also ich liebe ja die Frage, ob ich eher in Deutschland oder Japan leben würde, weil da kann ich echt immer eine klare Antwort drauf geben. Also bei mir wurde noch nie von meinen deutschen Freunden davon ausgegangen, dass meine Verwandten aus Tokio kommen. Die haben erstmal angenommen, dass sie aus anderen japanischen Städten wie Sapporo oder Yokohama kommen. Ghibli-Filme? Noch nie gesehen. Da hätte mir meine Mutter mal mehr zeigen sollen. Also ich fühle mich im Vergleich zu anderen Leuten eigentlich ganz normal und hatte noch nie das Gefühl, dass ich irgendwie was Besonderes oder so wäre. Sushi in Deutschland ist echt mega authentisch und schmeckt genauso wie in Japan. Also vor allem von meinen japanischen Verwandten habe ich gelernt, dass es eigentlich scheißegal ist, was die Gesellschaft von einem so denkt. Also die Hausaufgaben für die japanische Samstagsschule, die waren schon sehr geil. So, das war mal ein etwas anderes Video. Falls Halbjapaner oder Halbjapanerinnen zuschauen, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr dazu ja relaten könnt oder falls ich irgendwas vergessen habe, schreibt es auch gerne rein. Und ja, für alle anderen hoffe ich natürlich auch, dass ihr das Video interessant fandet und natürlich nicht zu ernst nehmen. Also es gilt ja natürlich nicht für alle, man kann nie alle Leute in eine Box stecken. Es geht einfach nur ein bisschen um Humor. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert den Kanal gerne für mehr Japan-Content und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video und lasst gerne einen Daumen nach oben da. Also bis dann und Peace!